Moin Evils, willkommen zu einer weiteren Folge 101, diesmal Poppy vs. Poppy. Und der Vini hat gerade eben gesagt, was hast du gerade eben gesagt? Ich weiß nicht, was ich anfangen soll, oder ich habe keine Ahnung von Poppy. Ja genau, es kommt ungefähr beides auf selbe hinaus. Und ich habe hier schon klein, also entweder soll ich aggressiv oder defensiv starten? Doch Mitte. Ja, alles klar. Ich hab Mitte gestartet. Ich hab ziemlich aggro gestartet. Gut, Poppy, ich erkläre es dir ganz kurz. Q ist, glaube ich. Ja, Q ist der Schlag, W ist dieses Hochbuffen. Wenn du irgendwie was machst, kriegst du mir auch sowas. Und E ist das in die Wand hauen und Ulti, keine Ahnung. Ich glaube, die Ulti bringt gar nichts in diesem Falle. Nö, bringt's auch nicht, weil wir einfach gegen seine raufhauen und beide einfach mehr Schaden machen. Ja, ne? Ja. Ja, ist auch so. Ich liebe diese Elfenabmack. Das ist doch einfach göttlich. Der Juste noch Barrier zusätzlich. Was hast du? Oh, du hast aber einen schönen Start hier. Weiß nicht, ob ich immer Bullshit-Starts hab. Schreib's jetzt in die Kommentare. Ja, schreibt in die Kommentare Bullshit-Start, ja oder nein. Des Weiteren, wer wird jetzt angewandt? Oh. Was sagt ihr, Vini oder Nick? Jetzt schon mal Wetten abstimmen. Ich muss sagen, du kriegst echt wenig Schaden rein. Ich muss auch sagen, mal einen guten Mana brauchen sie. Ich würde dir gerne mal ein Ward kaufen oder so. Oh, das war bitter. Das war schön outplayed von Vini. Good job. Er hat dann gut draußen, das nutze ich aus. Ah, Vini, der nutzt, der ist so ein kleiner Ausnutzer. Das gefällt mir nicht an ihm. Er nutzt immer sämtliche Situationen aus. Was für ein Lebensrecker hast du? 2,9 und du? 2,9, achso, durch mein Doran-Schild. Spaß, ich hab nur 2,7. Getrollt hab ich dich. Hab dich gerade mit meiner falschen Aussage derb getrollt. Ey, das bockt das 1-1, hab ich das Gefühl. Da haben wir kurz das Mana für den Lasset geopfert. Findet ihr ja gut, wenn wir eher denselben immer zocken? Damit das ich glaube, das ist am fairsten. Das ist eigentlich auch. Ja, wenn wir so ein Kram spielen wie Tail gegen Lux oder Zed gegen Lux, ist sehr unfair. Bam! Dachte ich, dass ich mehr Damage reinkriege. Dachte ich auch irgendwie. Poppy, sie kann glaube ich auch tanky sein. So ein bisschen das Gefühl. Oh, da habe ich auch gerade Mana geopfert für den Lasset. Ich weiß, was du meinst. Das wäre ja, ey. Alter, das war gerade richtig knapp. Du hast auch komplett zerschlagen irgendwie, ne? Ja, ja. Ja, ja, sagt der Junge. Damit hast du aber nicht mehr gerechnet, dass ich so eine Barry habe, oder? Nope. Aber wir haben jetzt kranken Mana-Rack gehabt, ne? Wir haben beide auf einmal Mana voll. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Weil wir halt recht wenig Mana haben und diese Dinge uns dann doch ein ganz gutes Game. Das große Duell! Komm schon! Stirb! Dachte ich mir einfach nur. Well done, my son. Oh, well done, my bro. Nice. Ey, das war grad übelster Kampf. Aber so derbe, man. Machen wir ja wie auf dem Weg, ne? Ja, du musst vielleicht nochmal minimal dein Mikrofon fixen da. Bist nicht hier am Schnorchen wieder. Ich weiß, man muss jetzt ziemlich schniefen und triefen. Ah, verdammt! Ich wollte mich executen, aber ich wollte mich halt executen, nicht dir einen Kill geben damit. Schade. Na gut. Trotzdem danke. Ja, kein Ding. Gern geschehen. Hast du schon einen netten Bild oder so? Ah, du kaufst mir erstmal nach hier, du Lutscher.
El Lucho. Weenie El Lucho. Was kaufst du jetzt? Oh, viele schöne Page. Sachen. Interessant. Na. Ach so, klar, die Dinger geben auch mal ein bisschen Mana wieder. Naja, das ist eigentlich ganz nice. Eine Berry, ja, da laufe ich mal lieber schnell wieder davon. Du Fisch. Bam. Hier und da. Der wird erstmal ein bisschen aus dem Verkehr gezogen. Du kommst mit. Oh, sorry. Den hast du noch bekommen? Was? Boah, die unfair. Das auch nicht. Guck mal, wie ich dich, wo ich dich gerade dran genatzt hatte. Ist das noch genatzt war? Alter. Alter, eine Fresse. Du kleiner Lutscher. Das ist immer richtig knapp, ne? Also muss sagen, muss wissen, ich main auch Poppy im Ranked, also. Halt! Leona, zockst du nächstes Mal? Okay, interessant. Von mir aus, alles klar. Sorry, wenn das gerade zu viel Damage war für dich. Bin dann mal wieder weg. Ich bin dann mal wieder über alle Berge. Was war das denn gerade für ein awesome Bug, ey? Hast du dir Neues gekauft? Okay, ein bisschen Lifestyle. So sage ich nur, why not, ne? Bring, 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 bring. Oh, das ist mein hier. Dankeschön. Vielen Dank. Oh, was haben wir denn hier unten noch Leckeres? Njam, 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 njam. Das Einzige, was du machst, du atmest immer extrem in dein Mikrofon rein und danach hört man irgendwie immer gar nicht mehr. Aua, das war tödlich. Ich meinte es doch nicht so. Oh, es war knapp. Erneut, sehr knapp. Oder hätte mich auch gerade erwischen können oder nicht? Na, oh! Okay, da hat er schön sich ein wenig Zeit gelassen und dann zur richtigen Zeitmoment gehandelt. Den Tower sollte dir gehören, oder? Ja. Das ist deiner. Den gönne ich dir somit auch. Und so ein bisschen executen ist bei dem Winnie auch immer drin. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's gut, und dir? Auch ganz gut. Oh, das ist 3 Devs. So schnell geht's, ne? So schnell geht's. Ich hoffe mal, die Soundqualität ist gut. Ich muss sagen, jetzt bist du mir gerade ein bisschen leise, hier voll komisch und so. Du mit deinem komischen Headset, da haben wir auch immer, ne? Da geht gegen mein Headset. Und wie war es gleich gegen dein Headset, Jagi? Komm mal zu meinem Tower. Komm ich doch schon.
Das ist natürlich den Vorteil. Dein Vorteil, wo ist eigentlich dein Vorteil? Komm schon. Nein, wie viel Leben noch? What? Das kann nicht wahr sein. Wie konntest du das überleben, Mann? Bin OP. Ah, deswegen also. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Krass. Da muss ich sagen, nicht schlecht an dieser Stelle. Nicht schlecht, Herr Specht. Vielleicht war es auch nur ein strategischer Death. Aber mich wundert es echt ein bisschen. War es einfach nur der Lifestyle, der dich da wirklich da oben hält? Weiß ich echt, von auch. Vielleicht habe ich mir Rüstung, ich weiß es nicht. War ich Waffen uns beide ziemlich krass drauf. Ja, ne? Hm. Na, 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 na. Ey, das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht. 50 HP, Mann. Ey, das ist echt ein richtig, richtig, richtig behinderter, schlechter Witz. Da kannst du nicht mal meine. Da lacht noch nicht mal meine Oma drüber, weißt du? Die guckt ihn nur hässlich an und sagt. Zip, zip, zip. Ey. Der geht so ins 1-1 und. So bekommst du den wenigstens nicht. Da lässt sich mal gleich executen. Executen lässt er dich da. Oh, was stinkt hier so? Oh, was stinkt. Bist du das? Stinkt hier nach Noob oder was? Mach oh, nochmal ruhig da in dein Mikrofon ein bisschen dich daran, Mann. Tja. Ja, so ist schon mal besser, ey. Da werde ich zwar ein bisschen atmen, aber das passt schon. Bam, 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 bam. Ich habe kurz was in den Chat geschrieben. Oh, Hard Game würde ich auch so sehen. Hast du dir jetzt gekauft? Jawohl. Ist der irgendwie so ein Copy and Paste, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist irgendwie der, wenn ich drauf hast, keine Ahnung wieso. Ey, ja genau, lass mich doch noch mehr Tower Hits tanken, du Posse, Mann. Kleiner Schniedelwurz. Ist ja nicht schon, dass ich so genug getankt habe oder so. Ja, genau, noch mehr. Papi! Papi! Nein. Da kommt der Gnadenstoß von mir, Junge. Von mir. Hey! Papi! Muss da irgendwann mal so sein. Jetzt kannst du erst mit deinen 17 Sekunden dann tot sein. Jetzt weißt du mal, wie sich das anfühlt. Scheiße. Ja, ne? Richtig beschissen. Ich hoffe, du leidest schön. Naja, oh, immer. Du Opfer. Oh, wir haben beide gleich weit gepusht, ne? Ja, jetzt sieht's wieder 3-4 hab ich und du hast 4-5. Also an sich eigentlich hättest du 4-4 und du hast einen Execute. Also du hast mich noch. 9, 3, 4. 4, 5. 4, 4 hättest du. 3, 4, ich hab nicht 2 Max Suit. Machst du jetzt besser, als du eigentlich bist, Sabi? Mhm. Ey, du bist so ein. Ab nächstes Mal machen wir die Regel, man darf nicht, dass.
den Bild kopieren, würde ich sagen. Ich hab doch dein Bild nicht kopiert. Derbe kopiert, Mann. Mit Infinity Edge, mit Trinity Force, derbe kopiert, ey. Das ist einfach normales Item auf Copy. Derbe Copy and Paste hast du drin. Ah, fuck, ich wollte ihn nicht hauen. Oh. Bin ich blöd. Scheiße. Verdammt. Das dachte ich immer. Ja, genau. Lass mich nicht vorbei. Schlagen die ja noch so vor. Alles nur Bullshit-Items. Ja, komm, geh doch weg. Ich habe hier keine Chance jetzt. Ja, kill mich die Minions. Du bist auch so ein ekliger bist du auch. Ein ekliger. Wusstest du das eigentlich? Ich bin eklig, ja. Du bist richtig so ein ugly person, ey. Dass du auch mal gleich so ich kaputt pushen musst und so. Jetzt warte doch mal, geh mal zurück jetzt hier, Mann. Erstmal ohne Scheiß, Mann. Geh mal weg. Winnie! Geh mal weg hier. Nicht alles. Oh, jetzt nicht finishen. Ich werde dir nur sagen, dass es kann. Ja. Einfach nur am Lacken bist du. Und das ganz stark nach Magie. Was kaufst du ran hier und so? Das ist auch so gay, dass man mal gleich die Items so checken kann. So, ich hab die Gegner gekauft und so. Problem ist, wir können leider auch nicht alle 1-1s austragen, weil Vini nicht so viele Champions hat wie ich. Also zum Beispiel hast du Rengar? Nope. Schade, dann würde ich gerne Rengar-Duell machen. Keine Ahnung, ich habe auch nie Rengar gespielt. Ich weiß aber ungefähr seine Sachen. Scheine Sachen. Alle entscheidenden Duell oder was? Wieso drückst du mir so viel mehr? Ey, das ist doch. Hä? Mein Bild einfach viel mehr durchdacht als das Zimmer. Kommen wir durch denselben. Du hast keinen Livestream in deinem Bild. Ja, und das ist so schlimm oder was? Keine Ahnung, ne? Ja, guck! Guck mal, ich hab ran, Jungs, Mann. Damit musste ich dich so wegtanken eigentlich. Wieso tank ich dich damit nicht so weg? Weil ich auch 4 AP Damage hab. Hä? Weil ich auch ganz gut AP Damage hab. Ja, 30. Nein, durch meinen Q. Mach doch nur AP. Ja, so viel auch wieder nicht. Mein Gott, sag ich dazu. Na, okay. BG, da mit seinem GG kann er sich ja sonst wohin stecken. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare, was ihr jetzt nicht sehen wollt. Tschüss.